شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسس الزغاء كيف صنف استحال القاضي عقيدة الطحاوية في الأنفنج بسن دي غشن الأنفنج بسن دي فانا سيدي كيف صنف استحال القاضي هوت مش غشتش هوت إيمش دي أندرن هوت مش كوت Je vois que je vous rends le livre. Voici une zéro, une zéro, c'est à la fin. Dans la raquette de Tahaouia, il y a tout ce que je suis riche, je dois se mettre là. الإمام أبو جعفر الطحاوي الزرقت العرش هو الكرسي حق، وهو عز وجل مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وبما فوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. تدخون العرش des êtres, le kursi existieren wirklich. Der allgewaltige und erhabene bedarf weder des Thrones noch dessen, was sich darunter befindet. Er umfasst alle Dinge und was sich darüber befindet. Und nichts vor dem, was er erschaffen hat, kann ihn umfassen. Das Thema Al-Arsch, Al-Kursi gehört Glauben Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Ja'far al-Tahawi erklärt die sechs Säulen von dem Iman, das ist über Allah subhanahu wa ta'ala, über Al-Qadr, über die Auferstehung, über die Engel, über die Engel reden, über die Propheten, über die Bücher. Also er redet über die sechs Säulen von der Iman, davon Al-Harsh. Al-Harsh ist in Al-Iman, an Allah subhanahu wa ta'ala eingeschlossen. Er sagt, der Thron Al-Harsh und der Sitz Al-Kursi existieren wirklich. Also bedeutet, wir sollen die beiden glauben, wie Allah subhanahu wa ta'ala über die beiden berichtet hat und seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und wir sollen kein Ta'wil oder keine Verneinung zügig machen. Es gibt viele Ayat über den Thron, so viele Ayat. Im Surat Al-Buruj
Allah subhanahu wa ta'ala redet über den Thron und ist der Allvergebende, der Liebvolle, der Herr des ruhmvollen Throns. Und in Surat Ghafir sagt, und ist der Erhabene über alle Rangstufen, der Herr des Thrones. Und in Surat Taha, er sagt, er ist der Allerbarmer, der sich alles dann über seinen Thron erhob. Und in Surat Al-A'raf, seht, euer Herr ist Allah, der die Himmel, die Erde in 6 Tagen erschuf und sich alles dann über seinen Thron erhob. Und in Surat Al-Mu'minun, darum ist Allah, der wahre König, hoch erhaben ist. Es ist kein Gott außer ihm, dem Herrn der würdigen Throns. Und in Surat An-Naml, Allah ist es kein Gott außer ihm, dem Herrn der gewaltigen Throns. Und in Surat Ghafir, die den Thron tragen und die ihn umringen, preisen das Lob des Herrn und glauben an ihn. Und erbitten Vergebung für jene, die gläubig sind. Und in Surat Al-Haqqah, und die Engel werden an seinen Seiten stehen, und 8 Engel werden an jenem Tag den Thron seines Herrn über sich tragen. Und in Surat Al-Zumar, und du wirst die Engel auf allen Seiten den Thron umgeben sehen, wo sie das Lob erst hinpreisen. Und am Ende im Surat Al-Baqarah, das ist Al-Kursi, Surat Al-Baqarah, Surat redet über Al-Kursi. Manche sagen, Al-Kursi ist ein Thron, aber wir werden darüber reden, das ist eine Aussage. Al-Arsch, Thron ist auf Arabisch Al-Arsch. Al-Arsch stammt aus Al-Irtifa, die Höhe. Das Wort Al-Arsch bedeutet im Wurzeln der arabischen Sprache die Höhe. Manche haben Al-Arsch verneint, anderen haben Al-Arsch andere Erklärungen gegeben. Also manche Mutakallimun, die haben gesagt, dass Al-Arsch ist ein Himmelssphäre. Wir haben dies von Philosophen genommen, weil die Philosophen haben die Himmelssphäre 9 gezählt. Und der letzte ist Atlas. Diese Mutakallimun, die wollten sammeln die wollten eine Einigung machen zwischen die Aussagen der Philosophen und Aussagen von der Islam. Sie haben gesagt, dass diese letzte ist Al-Arsch. Und das ist eine sehr weite Aussage und falsche Aussage. Es gibt anderen, die haben gesagt, dass Al-Arsch ist das Königstum Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala über Al-Arsch redet, über seinen Thron, dann redet er über sein Königstum. Aber wenn wir diese Leute fragen, im Surat Ghafir, wir lesen, die den Thron tragen, also wie sollen diese Engel Königstum von Allah subhanahu wa ta'ala? Und wie können wir hier im Wort Thron Königstum erklären? Und die anderen Äher und die Engel werden an seinen Seiten stehen und 8 Engel werden an jenem Tag den Thron deines Herrn über sich tragen. Also bedeutet, dass diese Erklärung ist auch so weit und falsch ist. Manche sagen, dass Al-Arsch Thron ist Al-Kursi und das ist auch eine falsche Aussage, da Allah subhanahu wa ta'ala redet über den Thron und redet über Kursi.
يشرب الإمام الطحاوي هاد بيزاكت دي تخوم اون دي زيت الكل شيء إل هات تشيشن دي بايدن ميت اون كوندي كوردينيرت اون وايس اوف فشيدنهايت هين أزو الكرسي إيش نيش نقول نقول إيش نيش الكرسي und auch den Stoff von der Arsch im Arabischen ist nicht wie ein Stoff von der Kursi. Der Kursi stammt von der Kars. Der Kars ist, die, ist, ist die Vereinigung und Sammlung. Deshalb heißt Al Kurrasa, Al Kurrasa ist ein Heft. Auf Arabisch heißt Kurrasa, Heft heißt Kurrasa. Kommt von dem Stoff Al Kars. Das bedeutet, man sammelt in diese Heft die Sätze und Nutzen und Worte und Buchstaben. Und Al-Kursi sammelt viele Eigenschaften, was die anderen Geschöpfe nicht haben. In Bezug auf Al-Kursi und Thron, Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat über den Thron und Kursi geredet und er hat gesagt, dass der Vergleich zwischen die sieben Himmel und dem Thron ist genau wie ein Halaqa, ein Ring in einer Wüste. Und der Vergleich von dem Kursi zu dem Thron ist auch wie ein Ring in einer Wüste. Dieser Hadith ist sahih. Hadith sahih hat Ibn Hibban in sein sahih überliefert. Also die Leute in Bezug auf Kursi haben viele Aussagen. Die erste Aussage, dass Al-Kursi ist Thron. Das ist eine falsche Aussage und das ist eine schwache Aussage. Diese Aussage ist von Al-Hasan al-Basri. Das ist eine schwache Aussage. Es gibt manche, die haben Al-Kursi verneint. Das sind Al-Mu'tazila. Manche sagen, dass Al-Kursi ist das Wissen. Und sie argumentieren, Surat in Ayat Al-Kursi sagen, weit reicht sein Kursi über die Himmel und die Erde. Also sagen, weit reicht sein Wissen über die Himmel und die Erde. Aber das ist auch eine falsche Aussage. Diese Aussage wurde, es gibt eine Überlieferung, dass Ibn Abbas diese Aussage gesagt hat, aber diese Aussage ist schwach. Die richtige Aussage von Abbas, dass Al-Kursi ist die Stelle der Füße von Allah subhanahu wa ta'ala, Qadamein. Die Stelle der von Al-Qadamein. Diese Aussage ist authentisch. Und er sagt weiter, der Thron und Al-Arsch und der Sitz Al-Kursi existieren wirklich. Und er, der Allgewaltige und Erhabene, bedarf weder des Throns noch dessen, was sich darunter befindet. Weil die Sekten, die verstehen, Thron und Kursi und sie vergleichen Thron und Kursi mit seinen Geschöpfen. Und deshalb, Abu Ja'far al-Tahawi sagt danach, bedarf weder des Throns noch dessen, was sich darunter befindet. Er umfasst alle Dinge und was sich darüber befindet, zeigt es Allah subhanahu wa ta'ala ist reich. Allah ist al-Ghani. Allah braucht nicht den Thron, braucht nicht Al-Kursi. Er umfasst alle Dinge, was sich darüber befindet, und nichts von dem,
was er erschaffen hat, kann ihn umfassen. Er sagt, wir sagen in festem Glauben mit voller Erkenntnis und ganzer Ergebenheit, dass Allah sich Ibrahim a.s. zum innigen Freund Khalil erkoren und dass er direkt zu Musa a.s. gesprochen hat. Wir glauben an die Engel. Hört mich, ja? Wir sagen in festem Glauben, mit voller Erkenntnis und ganzer Ergebenheit, dass Allah sich Ibrahim a.s. zum Khalil erkoren. Also wir haben schon gesagt, dass Ibn Qayyim hat die Stufen der Liebe auf 10 aufgezeigt. Die höchste Stufe der Liebe ist Al-Khulla. Und er hat die beiden Stufen für den Prophet sallallahu für Al-Khalil Ibrahim a.s. Abu Ja'far al-Tahawi er führt diese Aussage, weil Al-Jahmiyyah erkennen nicht, und Ja'd ibn Dirham, das ist der Führer von Al-Jahmiyyah, der Scheich von Al-Jahm al-Safwan, er hat nicht erkannt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim zum engen Freund genommen. Und er hat auch nicht erkannt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Musa gesprochen hat. Deshalb Al-Imam al-Tahawi für diese Aussage. Die Eigenschaft der Liebe wurde in vielen Ayat, Salam, Salam, Barakat. Die Eigenschaft der Liebe wurde in vielen Ayat festgestellt. Allah berichtet, dass er seine Diener liebt und seine Diener lieben ihn. Diejenigen, die verneinen die Liebe, die verneinen auch Al-Khulla. Weil Al-Khulla ist von selben Art der Liebe. Dass Allah, und dass er direkt zu Musa a.s. gesprochen hat. Der Prophet a.s. hat von den beiden Wohltaten genommen. Der Prophet a.s. ist Khalil wie Ibrahim. Der Prophet a.s. hat auch Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen, als er ohne ihn war. Dass er direkt zu Musa a.s. gesprochen hat. Wir glauben an die Engel, die Propheten, an die Schriften. Also die Engel, Al-Malaika, das ist eine Säule von dem Iman. Glaube an die Engel ist eine Säule von dem Iman. Al-Malaika in der Sprache ist der Plural von Malak. Malak, also sein Wurzel, sein richtigen Ausdruck ist Ma'alak. Es kommt von Al-Aluka. Wir haben schon darüber geredet. Und das ist die Botschaft. Also bedeutet Al-Malaika, das sind die Botschaften. Und in vielen Ayat, Allah subhanahu wa ta'ala hat auch Malaika als Gesandten genommen. Wie Jibril, wie vielen anderen Malaika. Das sind die Botschafter von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Glaube an die Engel ist umfassend und detailliert. Der umfassende Glaube an die Engel ist eine Gemeinsamkeit zwischen allen Mu'minin und Mu'minin. Aber der detaillierte Glaube an die Engel, es gibt Unterschiedlichkeit zwischen den Muslimen. Es gibt manche, die wissen über die Namen der Engel und die Aufgaben von ihnen.
Wir wissen, dass Jibril ist beauftragt mit Al-Wahi, mit Offenbarung, mit dem Leben der Seele. Und Mikael ist beauftragt mit dem Leben des Körpers, mit der Regel. Und Israfil, er blas Fissur. Und sie wissen, dass es gibt Engel, die beschützen die Söhne von Adam. Es gibt Engel wie Munkar und Nakir. Es gibt Engel, die sind beauftragt wie Al-Jannah, andere sind beauftragt wie Al-Nar. Es gibt Engel, die tragen Al-Arsch. Also, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat über einen Engel geredet. Das ist auch unser Thema, von Arsch. Im Hadith Sahih, mir wurde erlaubt, dass ich über einen Engel berichte. Engel und den Engels Allah berichte. Und diese Engel sind diejenigen, die tragen den Thron. Er sagt, also zwischen seinen Ohren, also sein Atiq, also bedeutet sein hinter seinem Hals, ist eine Marsch, also man marschiert in diese, in diesen, zwischen seinen Ohren und hinter seinem Hals, 700 Jahre, also Strecke zwischen seinen Ohren und hinter seinem Hals, es ist, oder sein Schulter, es ist 700 Jahre. Was werden wir über seinen ganzen Körper sagen? Und dann, werden wir über den Thron sagen, den er trägt? Aber die Engel haben Allah subhanahu, eine Überlieferung, die Engel haben Allah subhanahu gefragt, wie sollen wir diesen Thron tragen? Allah sagt, trägt ihn mit Tesbih. Allah hält ihn. Das ist ein Engel. Und der letzte Mann, der kommt raus aus Al-Jannah zum, von An-Nar zum Al-Jannah, also von Hölle zum Paradies, er sieht einen großen Engel und er denkt, es ist Allah. Oder die Leute im Jannah sagen zu ihm, das ist ein Engel von Allah. Also, Al-Malaika, die Engel wurden aus Licht geschaffen. Das ist eine Besonderheit der Al-Malaika. Wir haben gesagt, es gibt zwei Arten von dem Iman. Es ist umfassend und detailliert. Wenn man weiß über einen Engel, dann muss er daran glauben. Aber wenn jemand überhaupt nicht über die Engel weiß, aber weiß allgemein, dass es Engel gibt, das ist eine umfassende Glaube an die Engel. Dann sagt er, wir glauben an die Engel, die Propheten und an die Schriften, Propheten. النبيين ونؤمن بالملائكة والنبيين. نبيين ist Plural von نبي. النبي stammt von النبو, die Hoheit. Und stammt von النبأ, die wichtige Nachricht. Es bedeutet, ein Nabi hat eine hohe Stellung und bringt wichtige Nachrichten. Was ist der Unterschied zwischen Nabi und Rasul? Das
أين النبي رسول هات أين بو أين النبي إغنير أندس وغان دنوش بو أن رسول برينس أين نويس نبوت شرطي آخر إنبو الرسول هات نويا وقصير بكم بين فولك دوار ديرم النبي هات أغ أين نوي بوت شرطي بكم أبا كام بين فولك وفيتين تكتين رسول شن فولك شنو أبتين نبي stimmt. Also die beiden sind richtig am Ende. Also Rasul ist zu seinem lebt mit einem Volk, die gegen ihn sind. Aber ein Nabi lebt mit einem Volk, die also sein Volk ist in Bezug auf Glaube, wie die Gelehrten in seinem Volk. Die lehren ihn, die zeigen ihm das Halal und das Haram. نوح هو رسول نوح هو رسول اس نوح متعينه نوح كس نوح اس رسول اس رسول اس نوح كس دي دي جلات دي دي الانبياء دي هابن es gibt viele Stimmen. Es gibt Bevorzugung zwischen die Propheten und Gesandten. Allah sagt im Surah Al-Baqarah, dies sind die Gesandten, wir haben einigen von ihnen den Vorrang über andere gegeben. Unter ihnen sind welche, zu denen Allah gesprochen hat, und einige, die er um Rangstufen erhöht hat. Und wir gaben Jesus, dem Sohn Marias, die klaren Beweise und unterstützten ihn durch heilige Eingebung. Das bedeutet, sie sind nicht alle gleich. Der Prophet ist der beste Prophet. Und die fünf, die Inhaber der Entschlossenheit und der Azm, die fünf sind auch besser als die anderen. Jeder Prophet hat ein Wunder. Wir haben gesagt, dass der Prophet kommt mit einem Wunder, denselben Art, was seine Leute können. Der Musa a.s., sein Volk war Zauber. Deshalb, er hat ein Wunder mit denselben Art. Und Isa a.s., seine Leute waren Ärzte. Deshalb denselben Art genommen. Und der Prophet Schleichelm, seine Leute waren Dichter. Deshalb Al-Quran, der Ausdruck von Al-Quran ist ein Beweis, dass diese Aussage stammt nicht von einem Mensch, sondern von Allah. Wir glauben an die Engel, die Propheten, an die Schriften, die auf die Gesandten niedergesandt wurden. Auch die Schriften auch. Also die Schriften können wir auch sagen, genau was wir über die Engel und Propheten gesagt haben. Es gibt einen umfassenden Glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala Bücher abgesandt hat. Und es gibt einen detaillierten Glaube. Also man weiß die Namen dieser Bücher und zu wem sie herabgesandt werden. Diese Bücher, die reden über das Thema dieser Bücher, ist At-Tawhid, Al-Sharia, die Urteile und die Ermahnung. Wir wissen, dass die Bibel, also Isa a.s., kam zu Leuten, ihre Herzen sind in der Hart. Das findest du in der Bibel, obwohl es verfälscht ist, gibt viele Ermahnungen, Mawahid. Redet über die Herzen. Gibt viele Beispiele. Und dann sagt er, die auf Gesandten niedergesandt wurden, und wir bezeugen, dass sie alle
Samt der offenkundigen Wahrheit folgen. Also die gesamte Bücher sind jetzt verfasst, außer Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran beschützt und bewahrt vor all Arten der Verfälschung. Aber es gibt eine Versuchung, das ist eine Art der Verfälschung, das ist ein Ta'wil. Deshalb in der Zeit von Sheikh al-Islam, das Problem damals in seiner Zeit war ein Ta'wil. Daher sagt Ibn Qayyim, dass ein Ta'wil Tagut ist. Also die haben versucht, die Sinne von Scharia, von dem Koran, zu ändern. Und du findest, dass Sheikh al-Islam hat oft über Ta'wil geredet, in seinen Büchern. In der Zeit von Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, das Problem war Schirk in Bezug auf die Ibadah, deshalb schrieb er oft über das Thema. Also jeder Gelehrte hat geschrieben über die Gefahr, was die Gefahr in seiner Zeit. Deshalb sagt der Sheikh al-Islam hat oft über Ta'wil geredet, weil sie haben versucht, die Sinne von dem Koran und der Sunna zu verfälschen und zu ändern. Und Ta'wil ist der Mittel dafür. Wir bezeichnen diejenigen, die unserer Gebetsrichtung folgen, Ahl al-Qibla, als gläubige Muslime, solange sie erkennen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebracht hat und sich an all dem, was er gesagt und verkündet hat, bekennen, ohne dabei zu lügen. Also hier, er fängt jetzt über ein Iman zu reden. Wir bezeugen diejenigen, die unser Glauben, Gebetsrichtung folgen, Ahl al-Qibla. Also diejenigen, die beten, sind Ahl al-Qibla. Weil sie haben die Richtung von al-Qibla. Alles gläubige Muslime, solange sie anerkennen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebracht hat. Also bedeutet, sie lernen nichts von den Sunna, was bekannt ist. Und sich zu all dem, was er gesagt und verkündet hat, bekennen, ohne dabei zu lügen. Wir führen weder Erörterungen über Allah, noch streiten wir über Allahs Religion. Noch disputieren wir bezüglich des Koran. Wir wissen, dass er das Wort des Herrn der Welten ist, mit dem der vertrauenswürdige Geist, der niederkam, und welches dieser im höchst geehrten Allah, Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lehrte. Das ist das Thema vom nächsten Halaqa. Wir werden über, also das Thema Al-Quran haben wir schon darüber geredet. Aber die Hauptsache ist eine Einführung an ein großes Thema zum E-Mail. Er sagt dann, wir behaupten sich, das Begehen von Sünden füge einem, der sich zum Islam bekennt, keinen Schaden zu. وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِسْلَامِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ نَرْجُو الْمُحْسِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ عَلَيْهِمْ Das ist das Thema von unserer nächsten Halaqa. Thema von Iman. Also wir werden später, inshallah, wir haben gesagt, dass wir machen eine Halaqa über das Kalam, über Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Erstmal müssen wir den Mittel beenden. Inshallah reden wir über die Themen, die wir schon nicht richtig verstanden haben. Ja, inshallah.
Also wenn jemand nicht kommt, soll Bescheid sagen, dass er nicht kommt. Also ich mag nicht, wenn jemand nicht kommt und sagt, ich komme nicht. Das ist, wenn jemand keine Zeit hat oder irgendwas, muss man Bescheid sagen.